oaad.de. One every day keeps the doctor away. Moin moin, servus und hallo und willkommen zur neuen One-App-A-Day-Folge. Ich hoffe, ihr habt das Wochenende gut rumgebracht. Es geht um eine iOS-App, und zwar um die App MuseCam. Sagen wir mal MuseCam. Manual Camera and Photo Editor plus RAW. Universal App, grundsätzlich erstmal gratis App. 16,9 MB groß, Versionsnummer 1.2.1 liegt vor. Englisch, Spanisch sind die Sprachen, die unterstützt werden. Hat bei 1028 Gesamtbewertungen eine Durchschnitt-Sternebewertung von 4,5 Sternen und es gibt In-App-Käufe, nämlich zum Beispiel die Tropics Collection für 2,99 oder das MuseCam Bundle für 5,99. Es ist eine Kamera-App, die manuelle Kontrollen bietet, und es ist ein integrierter Foto-Editor. Davon gibt es einiges. Warum solltet ihr MuseCam nutzen oder eben auch nicht? Weil es bietet eigentlich nichts, was andere Apps nicht auch bieten. Und wenn ihr da einen Workflow habt, dann müsst ihr MuseCam nicht nutzen. Halten wir das einfach mal fest. Ja, es gibt, auf Bilder könnt ihr gleich zugreifen, ihr müsst die also nicht erst importieren, wie das zum Beispiel bei ViscoCam die Sache ist. Die App ist sehr schnell, das muss man ihr lassen, man kann damit schöne Effekte erzielen. Es gibt auch irgendwie Tonwertkurven, wenn man damit arbeiten will, ich persönlich nicht, aber ich glaube, bin mir sicher, da gibt es sicherlich Leute, die damit arbeiten wollen. Es gibt die Full Edit History. Man kann auch noch Custom Presets erstellen und das Ganze sieht durchaus sehr nett aus. Wie gesagt, ich finde, wer schon einen Workflow hat, der braucht das nicht. Wer noch keinen Workflow hat oder nach einer neuen App auf der Suche ist, der kann sich meiner Meinung nach MuseCam sowohl als Kamera-App, wobei eher als Editor-App, durchaus mal einen Blick drauf werfen. Würde ich jedenfalls sagen. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.